Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Zelda Let's Play. Hier spricht euer allseits bekannter und gut vertrauter Experte Looks Like Link. In Anführungsstrichen natürlich zu setzen. Und heute spielen wir Four Swords Adventures. Ein Gamecube-Spiel, was noch auf meiner To-Do-Liste fehlt. Und irgendwie fällt mir gerade auf, der Gamecube hatte ganz schön viele Zeldas. Ja, so auch auf die Disc bezogen und sowas alles. Aber okay, bevor jetzt hier ein Demo-Intro anfängt. Und obwohl die Musik so wunderschön ist, würde ich sagen, drücken wir einfach mal Start. So, das Spiel, ich weiß gar nicht, wie ich es genau betiteln soll. Es ist ja ein vollwertiger Titel, ja, auch in der Timeline einzuordnen, nicht mehr als, auf jeden Fall also kein Spin-Off. Und es kommt aber trotzdem mit zwei Modi gleich zu Beginn. Wir Europäer, warte mal, allgemein, der ganze Westen hat ja nur wieder zwei Spiele bekommen. Abenteuermodus, Hyrule und die Schattenschlacht, Mehrspielermodus, während die Japaner noch ein drittes Spiel hatten, und zwar Navi's Trackers. Tetra's Trackers, genau so. Oh, sorry. Alles wieder durcheinander gebracht. Ja, das Spiel haben sie bei uns nicht rausgebracht. Ich weiß gar nicht so genau warum. Ich glaube, weil es ein bisschen Probleme gab mit der Sprachausgabe. So ein bisschen hätte mehr übersetzt werden sollen. Ja, das Spiel hatte irgendwie ganz komisch bisschen Sprachausgabe. Ich weiß es nicht. Ist ja auch ein Relikt. Ist ja alles schon so lange her, nicht wahr? Ich hoffe, deswegen ist auch für euch die SD-Qualität wieder okay. Wir wissen ja alle, ne, Gamecube-Spiel, andere Zeiten. Und auch wenn das, es dürfte kein richtiges 16:9 sein, aber da ich auf einem, ja, neumodischen, modernen Fernseherspiele, macht er automatisch ein 16:9 draus. Das ist bei neuen Fernsehern meistens so. Die wandelt einfach so allgemein automatisch um. Da kann ich jetzt nicht viel dran ändern. Hier eine Option zum Beispiel. Dieses Spiel hat noch kein Breitbild. Müssen wir jetzt so gesehen mit klarkommen. Aber ich habe schon ein bisschen getestet und eigentlich stört es nicht sonderlich. Und wenn, gewöhnt man sich übelst schnell dran. So, die Schattenschlacht ist der Mehrspielermodus. Aber der Abenteuermodus ist auch ein Mehrspielermodus. Aber wie ihr schon gemerkt habt, ich werde das Spiel alleine spielen. Aber es hat auch seine Gründe, denn werdet ihr aber gleich noch merken. So, Abenteuermodus. Reise durch Hyrule und befreie das Königreich mit dem mächtigen Schwert der Vier. Man kann es alleine spielen, mit dem Game Boy Advance und dem Game Boy Advance GameCube Link Adapterkabel. Oder man spielt von 2 bis 4 Spieler. Und da brauchen alle ein Game Boy Advance. Und das ist nämlich auch schon das Problem. Mein Spielstand. Ach ja, den habe ich durchgezockt. Und wir machen heute Reisetagebuch 2, bevor die Story losgeht. Das ist nämlich das Problem. Für ein Let's Play ist es ein wirkliches Problem. Vor allem für das Aufnehmen war es ein sehr großes Problem. Oder ist ein Problem. Ich kann es leider nicht ändern, deswegen werde ich es auch alleine spielen. Wenn ich es alleine spiele, kann ich den GameCube-Controller benutzen zudem. Und dann, einfach gesagt, seht ihr halt einfach alles, was im Spiel passiert. Ihr werdet gleich merken, würde ich das mit dem Game Boy Advance spielen, würdet ihr nämlich nicht alles vom Spiel sehen. Aber ich glaube, dazu gleich mehr. Es gibt noch ein paar andere Gründe, aber die erzähle ich gleich noch. So, jetzt machen wir erstmal hier das schöne Intro, die schöne Story von Four Swords Adventures. Reisetagebuch Nummer 2. Und ja, oh, merkt ihr was? Merkt ihr was, Leute? Man kann keinen Namen eingeben. Ja, eines der wenigen Zelda-Spiele, wo man keinen Namen eingeben kann und man von Anfang an einfach Link genannt wird. Naja, akzeptiere ich mal einfach so, wa? Los geht's! Ah ja, oh. Mann, wie viele Untermenüs das hier noch gibt. Los geht's! Jetzt aber, hier kann man ja aussuchen, hier genau. Und ich werde es natürlich alleine spielen. Es tut mir sehr leid, aber so ist das Spiel wirklich komplett für euch aufgezeichnet. Ihr werdet es ja gleich sehen. Los geht's! Jetzt aber! Vor langer Zeit wurde das Königreich Hyrule von Fati, dem Herren der Winde, heimgesucht. Fati terrorisierte das Volk von Hyrule und nahm viele schöne Mädchen in seine Gewalt. Der perverse Sack! Als alle Hoffnung verloren schien, kam ein Knabe. Seine einzige Waffe war ein Schwert. Wie die Legende berichtet, ward der Knabe, als er das Schwert zog, in 4 geteilt. Die Macht dieser 4 Recken besiegte Fati. Mit der Kraft seines Schwertes verbannte der Heroe Fati in eine vergessene Gegend von Hyrule. Die Menschen tauften die Klinge auf den Namen Schwert der 4 und errichteten ihm einen Schrein. Dort blieb es viele Jahre unberührt. Viele Jahrhunderte vergingen seitdem, bis Fati, der Herr der Winde, sich befreite und Zelda, die Prinzessin von Hyrule, entführte. Das ist übrigens die Geschichte von Four Swords, ohne Adventures. Link, ihr Freund aus Kindheitstagen, konnte Fati mit dem Schwert der 4 niederschlagen und wieder verbannen. Und das Volk von Hyrule glaubte sich und sein Land in Sicherheit. Bis Link, kannst du mich hören?
Ja. Oh Mann, steht da echt Link. Ihr wollt mich wieder Marcel nennen. Naja, okay. Oha. Unmerklich waren plötzlich unheilschwangere, düstere Wolken aufgezogen. Oh mein Gott, die Wolken sind schwanger. Wie geht das denn? Sie bedeckten ganz Hyrule und ihr Anblick erfüllte alle mit Schrecken. Ein Gefühl bedrückender Angst kroch mit klammen Fingern übers Land. Oh Mann, ey, schöne blumige Sprache. Link, schnell zum Schloss Hyrule. Klar, kein Problem, da sind wir doch, wir kennen uns ja aus, ne? Wir sind ja hier Freunde und so. Wow, Schloss Hyrule, da ist Zelda! Oh Link, du bist es. Bin ich froh, dass du da bist. Die 6 Maiden, die über Hyrule wachen, haben sich im Schloss versammelt. Der Himmel ist so dunkel geworden, ein böses Omen. Ich sorge mich um das Siegel, das Vati den Herren der Winde band. Prinzessin Zelda, kommt schnell! Jetzt schon wieder. Wir müssen uns beeilen, folge mir. Ich komme jetzt. Die 6 Maiden. Diese 6 Maiden wachen über das Siegel, welches sich in der Kathedrale des Schwerts der 4 befindet. Ich muss jetzt los und das Siegel, das Fati-Band, erneuern, auf das Fati für immer gefangen bleibt. Dazu müssen wir 7 das Portal zum Schrein des Schwerts der 4 öffnen. Tritt zurück, Link. Folge mir, Link. Ich muss übrigens sagen, ich finde das Spiel ist eine schöne Kombi zwischen 2D und dann aber so 3D-Effekten. Weil es ist ja ein Gamecube-Spiel, ne? Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, oh, Gamecube-Spiel, aber voll hier Link to the Past-Grafik, ja. Aber ja, das ist ein bisschen, ist ja Link to the Past-Grafik, 2D-mäßig so ganz komisch, aber dafür sind die Effekte schön 3D. Und das gibt einen hübschen Stil ab, doch muss man sagen. Folge mir, Link, okay. Aber das ist doch unmöglich. Link? Ich stehe drüben, Mann. Oh nein, was denn jetzt? Hinterher, absolut sweet. Richtig übel. Eigentlich sollte irgendwie... Wer ist das? Kathedrale des Schwertes der 4. Ha, wir kommen schön in so einem hellen Licht an. Bleib stehen, du Doppelgänger! So, Leute. Und das Spiel beginnt. Wir können jetzt erstmal... Typi? Aua! Okay, ich habe keine Waffe, ich habe nur mein Schild. Was willst du, Mann? Ich kann rollen. Aber es bringt nichts. Voll fies. Aber hier, das meine ich mit den Effekten. Schön, oder? So ein schöner wabbernder 3D-Nebel, so ein bisschen so. Wirkt jedenfalls so. Oh, dies Schwert schützt das Siegel, das Fati den Herren der Winde band. Wer es zieht, weiß, was geschehen wird. Willst du das aus dem Schwert dennoch ziehen, Mann? Willst du es dennoch ziehen? Voll fies, am Anfang, vor allem automatisch ist es auf Nein. Nein, das bricht doch Vati aus, aber wir müssen ja wissen, was mit den Maiden passiert ist. Und der Typ gibt uns keine Antwort. Wir können nichts machen. Okay, Leute, natürlich müssen wir es tun. So, nimmst du das Schicksal eines Schwerträgers an? Jawoll! Oh nein, Fati. Der Herr der Winde. Gleich mal so ein Tornado. Die Sicht da. Wow.
Ganz toll, Leute. Oh, Wasser, blink, du hast das Schicksal des Helden angenommen. Wasser, Prinzessin Zelda und die sechs Weiden wurden von bösen Mächten verschluckt. Doch Fati raubte dem Schwert der Vier die Kraft, das Dunkel zu bezwingen. Wie ist das Schwert der Vier? Wie voll so ein Masterschwert für Arme irgendwie? Um das Schwert des Kraft wieder zu finden, durch dessen Energiequelle. Energiequelle? Die Forstkristalle. Sammel Forstkristalle, wo auch immer du sie findest. Und rette die beiden und Prinzessin Zelda. Was war? Ja, was war das denn? Oh, Leute, es geht los. Level 1. Am Hylyasee sind wir gelandet. Und ja, das ist die Oberweltmap. Und, das ist ein schönes Spiel. Ich hab's nur einmal gespielt. Ich hab's nur einmal durchgespielt. Mal alleine, mal mit mehreren. Damals halt noch, und das kann man ja jederzeit rumswitchen, wenn man den Spielstand lädt, ob man alleine spielen möchte oder zu zweit. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass ich Level 1 das noch schaffe in der Pilotfolge hier. Aber auf jeden Fall, wir haben das Schwert der Vier bekommen, wir haben uns in Vier geteilt, wie schon die Legende es erzählt hat. Richtig cool. Und müssen jetzt rausfinden, wo die Maiden sind, wer dieser komische Schattenfaker von uns ist, wo Vati hin will, was er will, ob er einfach bloß Rache will. Also den nehmen wir einfach mal los. Die Spur des Windes. Yeah, swing! Link, wach auf, Link! Oh, ich bin wach auf, Link. Flupp, die Eule. Endlich bist du wach, Link. Ich bin Ketora Kibora. Oh, da sieht man mal den echten Namen. So müsste es auch in Ocarina of Time heißen. Und ich war es, der zu dir sprach. Nee, halt, warte mal, Ocarina of Time heißt du Methusa, ne? Oder? Ach, ganz komisch. Deutsch, Englisch, immer alles anders. Und ich war es, der zu dir sprach, seit du die Kathedrale verlassen hast. Ich weiß, du möchtest Party unbedingt Ding festmachen. Behandeln mit Bedacht. Suche die sechs Maiden und Prinzessin Zelda und du wirst Vati finden. Die anderen pennen erstmal noch. Und diese Schattengestalt, das ist der Schattenlink. Er ist überaus böse. Dein Schwert ist schwach, aber du kannst es stärken mit Hilfe der Faustkristalle. Doch zunächst müssen die vier wieder vereint werden. Drücke L-Taste. Okay, ich muss fort. Doch wir sehen uns bald wieder. Tschüss, liebe Eule. Gut, wir können sie rumbewegen und die anderen liegen einfach nur tot da. Ich glaube, ich kann die auch. Das Spiel war lustig. Leute, aufstehen! Aufstehen! Fatz! Oh, von dem Baum! Von übel. Vorhin gelegt. Okay, drück mal die L-Taste, pass auf. Yeah! So, und das ist richtig cool. Forstkristall gefunden. Die Kraftquelle des Schwertes. Gut, okay. Wir haben nur 4 Herzen. Oh Mann, ey. Ich finde die Effekte, wie gesagt, sehr schön. So schöne 3D. So Leute, und hier ist halt anders wie zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe ja auch Triforce Heroes gespielt. Das habe ich ja wirklich zu dritt gespielt, ja. Mit den Jungs noch, ihr erinnert euch. Aber halt, hier ist das Problem, weil bei so Spielen wie Triforce Heroes, da habe ich euch nicht, meine Klappe immer so blöd. Nochmal von vorne. Also in Triforce Heroes ist ja das gesamte Geschehen auf eine Person fixiert. Also auf mich zum Beispiel, den Hauptspieler. Und die anderen machen halt immer außerhalb des Bildschirms irgendwas. Hier ist es aber so, hier sieht man die ganze Zeit alle. Die ganze Zeit. Zum Beispiel, also hier, warte mal. Hier. Kann unter sein, dass man dann alle total klein sieht, weil die alle hinrennen, wo sie wollen. Und alle zoomt immer raus oder zoomt halt immer rein. Je nachdem, wie wir gerade spielen. Oder wie man spielen würde. Ich spiele jetzt alleine, also bleibt ja alles so, wie ich es mir gedacht habe. Aber das größte Problem ist noch, denn wenn man in diesem Spiel in Höhlen geht, oder in Häuser, oder sonst wohin, was nicht die Oberwelt darstellt, wechselt das Geschehen auf den Game Boy Advance Bildschirm. Ja, und würden wir würde ich das jetzt wirklich zu viert spielen, was ja geht, dann würden sau viele Elemente und auch ganze Kämpfe, die auf dem Game Boy Advance stattfinden, würdet ihr dann alle nicht sehen. Da würdet ihr echt bloß die ganze Zeit irgendwie hier so ein Bild sehen, ohne dass die Links dabei wären. Einfach so, oh Leute, oh, voll spannend, ey, boah, ey, wenn ihr das sehen könntet, boah. Dann habe ich mir gedacht, nee, komm, weil wenn ich mit dem GameCube-Controller spiele, wechselt das auch auf einen Game Boy Advance-Bildschirm, aber der wird eingeblendet. Oh, sammeln die vier an den Pfeilen, okay, sehr gut. Oh, guck mal da. Oh, mach den da. Yeah. Na, komm alle hinterher. Hui. Oh, wir können aus der Rolle eine Wirbelattacke machen. Wir können auch sofort eine Wirbelattacke machen. Einmal rumdrehen. Geil. So, was ist jetzt hier? So, Swoot. Da, das meinte ich. Guck mal, das würde man nicht sehen. Ich kann ja mal schließen. So würdet ihr das denn die ganze Zeit sehen.
Boah, hier drin ist ja was los, ey. Boah, voll geil, Leute, ey. Guck mal. Toll. So habe ich mir echt gedacht, für ein Let's Play wäre das echt ungeeignet. Ja, da wollt ihr doch lieber sehen, was abgeht. Und es ist halt echt blöd, die ganzen 4 Game Boy Advance Bildschirme auch noch irgendwie abzugreifen, irgendwie zu capturen oder irgendwie zu filmen oder so. Das wäre dann, glaube ich, von der Qualität her sehr, sehr mies, habe ich mir gedacht, ja komm. Auch wenn man dieses Spiel schön zu viert spielen könnte, ich spiele es alleine. Das kann man nicht ganz gut alleine spielen. So, ich hoffe, es ist okay. So, euch Kerle habe ich in dieser Gegend noch nie gesehen. Als Rentner habe ich Zeit, meinen Enkeln die Kunst der Formation zu lehren. Ihr glaubt das vielleicht nicht, aber ich war mal Profi-Schlosswächter. Mit Formation kenne ich mich aus. Nur mit Teamwork besteht mein Abenteuer. Wenn ihr es lernen wollt, dann geht in den Garten hinter dem Haus. Okay. So, was macht ihr denn da? Okay, wir fangen an, wenn ihr alle im Feld hier links steht. Also der Opa wartet, hups, der Opa. Ha, okay, es scheint, ihr seid endlich so weit. Ihr werdet die Formation durchexerzieren, bis ihr vor Erschöpfung umfallt. Und halt, stopp, einen Moment. Ich schätze, ich erkläre das erst einmal, wie es läuft. Also, ich rufe euch den Namen der Formation zu. Durch Drücken der L-Taste oder des Y-Knopfes werden die Formationen aufgerufen. Das ist alles. Ist der Name der Formation nicht bekannt, dann seht euch meine Enkelkinder an. Also dann, los geht's! So, Box! Oh, alles klar, kein Problem. Hups. Oh, das ist da. Zack. Gut, nächste! Horizontal! Okay, kein Problem. Ich lasse jetzt die ganze Zeit die L-Taste gedrückt. Alles klar, nächste! Vertikal! Alles klar! Letzte! Kreuz! Es reicht! Das Training ist beendet. Für eure Anstrengungen habt ihr euch ein paar Force-Kristalle verdient. Ja, irgendwie sind die Force-Kristalle hier nichts anderes als Rubine irgendwie. Wo auch immer eure Reise euch hinführt, vergesst nie eure Formation. Eure Sicherheit ist mein oberstes Ziel. Yeah, danke, Mann. Dum-bum-bum. So, und nämlich, wenn wir eine Formation haben, laufen nämlich alle genauso rum. Und guck mal, wenn ich jetzt so einfach spiele, kann nur ich was machen. Ne? Aber wenn ich eine Formation habe, machen alle was. Ja, yeah. Alter, voll geil. Und das ist hier eine schöne Formation zum Angreifen, ne? Yeah. Boah, voll geil. So. Ach, das wird ein Spaß. Ich weiß gar nicht mehr, wie umfangreich das Spiel war, aber ein bisschen was haben wir zu tun, ein bisschen was haben wir zu erleben. So, was steht da? Die Brücke ist hinüber. Willst du nur sehen, was auf der anderen Seite ist? Dann drücke den B-Knopf und halte ihn gedrückt. Voll geil. Was soll das denn? Ist man hier verarscht? Oh, ein Schalter. Yeah, Geld. Force-Kristalle meine ich. So, horizontal und... Ah, zu viert! Na komm schon. Achso, ich muss reinschieben. Okay, sorry. Dann halt schieben. So. Flonk. Alter, richtig übel. So, was sagt eigentlich der Item-Screen? Guck mal hier, das ist so ein bisschen hier unser Statusbildschirm. Wir müssen noch knapp 1900 Kristalle sammeln, bis unser Schwert mega mächtig wird. Und, oh Gott, noch 7 Meilen befreien. Na gut, okay. Okay, was sind wir hier? Dum, dum, bum, bum, bum. Oh, Box. Yeah. Okay, okay. Gut, dann würdet ihr alle nicht sehen. Ist doch voll schade, wäre das dann. Oh, alle kriegen den Boomerang. Boomerang erhalten. Drücke den A-Knopf, um ihn zu schleudern. Damit kannst du deine Gegner betäuben und Items einsammeln. Sehr handlich. Drücke und halte den A-Knopf, so bleibt er auf einer Position in der Luft. Geil. Kann ich jetzt eigentlich auch rauslaufen, wenn ich jetzt hier den Bildschirm wegmache? Warte mal, kurz mal testen. So. Oh ja, geil. Da bin ich wieder. Oh. Und der bleibt schon auf der Position. Ja, richtig cool. Tschung. Didi. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Schön alles mitnehmen. Was geht? Können wir schon schwimmen? Ja, wir können schon schwimmen. Super. Voll die Windbreaker-Geräusche irgendwie. Didi. Oh, warte mal. Sterbe ich oder kommt davon... Okay, also wenn die Zeit abläuft, kommt er von alleine wieder hoch. Okay, gut, alles klar. Ja, wird ja ein bisschen reinfuchsen, ne? Oh. Alter. Oh, voll weggebasht, Alter. Alter. Yeah, fahrt, fahrt. Da oben ist Schattenlink. Warte mal, warum mein nicht so weit hier? Richtig cool. Er wieder draus zoomt. Yeah. So. Ups, zack. So, leg mal hoch hier. Warte mal, da müssen wir noch zu viert hochheben können. So, flupp. Achso, jetzt. Hier. Das ist ja mal geilet. So, das auf jeden Fall. Oh, halt. So.
Ein kleiner Schlüssel! Drücke die R-Taste, um ihn aufzuheben und zu einem Schlüsselloch zu tragen. Ah ja, okay. Wo bist du denn eigentlich? Hau mal ab. Ha. Warte mal, hier, den werf ich an. Oh. Hier! Ja, klar. Er rennt unterirdisch lang. Ja, und eine unterirdische Ebene gibt's hier auch noch. Und, oh, 100! 100 Forstkristalle erhalten, das ist pure Energie! Yeah! Hier sind aber noch ein paar schöne hier. Na dann. Hm? Oh, wer sind Sie denn? Hallo. Oh, ein Glück. Diese alberne Tür ging mir langsam auf die Nerven. Wie hätte ich auch ahnen können, dass sich jemand von außen verschlossen hätte? Das war bestimmt dieser Schattenkerl, der genauso aussieht wie ihr. Hier geschehen in letzter Zeit seltsame Dinge. Passt auf euch auf. Okay, sie alte Oma. Oh Mann, ey, was will die denn? So, Okay, selbst hier draußen ist auch auf dem Gameboy. Wer sind Sie denn? Sie Typi. Ich mache Sport, damit ich gegen diese Octoroks vorgehen kann. Aber wenn ich noch so stark bin, ich könnte nie einen großen Stein allein heben. Ach, du bist ja ein Lappen. Hier, guck hier, so einfach. Zack. Na dann. Heb hoch, Alter! Yeah! Oh! Das ist ein Item. Drücke die R-Taste, um es aufzuheben. Yeah! Kann man doch eigentlich A drücken. Der Feuerstab! Gleich so eine geile Waffe. So, halt den Knopf zurück und ein alles verzehrender Feuerstrahl schießt hervor. So, ich kann leider nicht einzeln nehmen. Also wenn wir jetzt natürlich zu viert spielen würden, kann jeder eine eigene Waffe haben. Aber hier würden immer alle machen. Oh, du willst also diesen Stab behalten, nicht? Dieser Schattenjunge war auch hinter ihm her. Ich verbarg ihn vor ihm, aber du darfst ihn behalten. Du hast die Tür geöffnet. Oh, gleich ein Vierer-Spiel spannt Kinder, also einen Feuerstab geben. Und außerdem sieht man dir an, dass man dir vertrauen kann. Ja. Pass gut auf ihn auf, ja? Danke, Oma. Schmeiß ich eh bei besser länger wieder weg. Jetzt guckt euch das hier an. Yeah! Boah! Geil! Schöne Effekte hier. Nochmal. Boah! Das hat Spaß gemacht. Aber auch, oh, das war so gefährlich, ey. Man kann sich so selber wegballern und wegputzeln. So. Aufheben. Und Leute, ich würde sagen, das war die Pilotfolge. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Projekt. Ich hoffe. Yes! Ich hoffe, ihr schreit auch die ganze Zeit, ja! Weil viele haben sich das schon gewünscht, das ist ja schon länger auf einem Plan auch. Jetzt endlich kann es losgehen. Ich bin sehr gespannt, wie ich mich hier anstelle, weil es kam mir schwer in Erinnerung vor, oder zumindest, dass man hier schnell Damage kriegt. Oh! Alter, geil! Hier kriegt man schnell Damage, aber... Ach, wir schauen einfach mal. Aber ich freue mich drauf. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda: Four Swords Adventures. Ciao!